Hallo, mein lieber Jan. Ich grüße dich recht herzlich. Ich darf dir versprechen, dass ich heute mich von dir durchaus unterbrechen lasse. Ich grüße dich also, wie gesagt, recht herzlich. Ich möchte aber eins jetzt gleich mal mit dir klarstellen. Also zum einen vermisse ich, dass du in keinen meiner Videos irgendeinen Kommentar schreibst. Ja, das verblüfft mich denn doch sehr, um nicht zu sagen, überrascht mich. Es muss doch irgendein Thema mal geben, zu dem du irgendwas zu sagen hast. Und wenn es drei Worte sind, aber weit gefehlt, mein lieber Jan hat noch nie einen Kommentar abgegeben. Ja. Also das finde ich sehr bedenklich. Und befremdlich, muss ich dir sagen. So, und jetzt grundsätzlich Folgendes. Ich habe, als ich meinen Stream über Sebastian Haffner gemacht habe, schon gemerkt, dass du reingekommen bist. Aber dass du überhaupt nicht begreifst, wo es bei mir lang geht. Ich habe mich nicht hingesetzt und habe über Sebastian. Ja, nun lass mal gut sein mit denen, sondern hör mir zu, was ich dir sage. Ja, und ob die kommen oder nicht reinkommen, das ist ihnen vollkommen egal. Und außerdem muss ich dir sagen, Jan, die halten sich doch zurück. Die giften dich doch nicht an. Also, das ist keine Veranlassung hier, da den Axel jetzt hier, sagen wir mal, auch wenn er dich nervt, aber hör mal, jeder, der hier reinkommt und meinen Kanal ein bisschen belebt, ist mir da recht. So, aber jetzt zurück. Ich mache also, ja, dann hör mir das, dann hört ihr das aber doch. Ja, ich kann mir das als Rechner, Rentner schon vorstellen. Also hört ihr das jetzt an, was ich sage. Wenn ich einen Stream mache, sozusagen einen Vortrag über Sebastian Haffner, wo ich 9 Bücher vorstelle. Der Stream hat insgesamt 2 Stunden 40 Minuten gedauert. Dann lasse ich mich nicht unterbrechen und mache hier Smalltalk und bla 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 und Scheiß, sondern dann ziehe ich so einen Stream wirklich konsequent durch, denn das macht Arbeit, Jan. Das macht genauso viel Arbeit wie bei dir hier im Sender. Das heißt also, ich habe da keine Lust, mir den Stream kaputt machen zu lassen mit bla bla und dumm Gelaber hier, sondern ziehe den von Anfang bis Ende durch. Nun könnte man sagen, das ist nicht im Sinne eines Livestreams, denn der besteht ja aus dem Austausch von Gedanken und so weiter. Ja. Also, wie gesagt, das war deinerseits vollkommen falsch eingeschätzt. Wenn du aufmerksam zugehört hättest, dann wäre dir nicht entgangen, dass ich also hier am Stück durchgezogen habe und dass die Art meiner Präsentation keine Unterbrechungen zugelassen hat. Also mit diesen Feinheiten müsstest du von Berufswegen ja eigentlich befasst sein, nicht? Also bitte nimm das zur Kenntnis. Ja, da hast du recht. Das kann sein. Ja, das ist richtig. Eine Community lebt von der Interaktion. Schon mal überlegt, zum Fernsehen zu kommen. RTL sucht aktuell talentierte Moderatoren. Ja, ich gebe zu, dass es nicht meine Sache ist. Nun hier, du, also Jan, ich will es mal so sagen. Da verzichte ich lieber auf eine Community und mache mit dir hier mein Späßchen. Ja, da habe ich mehr, denn du bist mir ja treu. Ja, du bist Wölfe ja treu und kommst rein. Das zeigt also, dass ich eine kleine, aber feine Community habe, zu der übrigens auch dein bester Freund Axel gehört. Gell? Aber lass ihn mal leben, gell? Der lässt dich ja auch leben. Schön, dass du reingekommen bist, Jan. Also wie gesagt, wenn ich hier, wie demnächst habe ich ja vorgesehen, hast du vielleicht gelesen, einen Stream über die synchronoptische Weltgeschichte. Das ist auch wieder eine Sache, die ich abhandeln werde am Stück. Und da werde ich auch nicht hier im Stream bla 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 machen. Sonst geht mir das so, läuft mir das dermaßen aus dem Ruder, dass ich das nicht mehr zusammenkriege. Also hinterher kann ich gerne. Nee, war er nicht.
Aha, nee, aber nicht hier. Und auch Carlo schreibt hier keine Kommentare rein. Also der hat mal einen Kommentar geschrieben, gleich am Anfang, als wir uns kennengelernt hatten. Und der ist gelöscht worden, aber nicht von mir. Ja? Und ich habe ihm dann noch gesagt, Mensch, speichere die mal zwischen die Sache, was du da aufschreibst, dass du im Falle, wenn was flöten geht, den Kommentar noch mal einstellen kannst, reinsetzen kannst. Ja? Das ist mehreren Leuten schon, das ist mir auch schon passiert. Und man muss da auch unterscheiden. Es gibt doch hier die Eingabe Top-Kommentare und neueste Kommentare ganz oben in der Spalte. Und manchmal sind die dann verschwunden und tauchen wieder auf, wenn man da oben Neueste anklickt. Neueste muss man da anklicken. Und da ist der Kommentar dann wieder da. Leute, ihr müsst euch vertraut machen hier mit der Oberfläche bei YouTube. So, Carlo, ja, Mensch, grüß ihn recht herzlich. Ich vermisse ihn, würde mich freuen, wenn er also da auch wieder mal reinkommt. Aber das ist interessant, dass er sich meine Videos angesehen hat. Ja, mit dem Messer ich denke, ich habe es da wirklich auf den Punkt gebracht. Ja, siehst du, der schreibt auch keine Kommentare wie du, ja. Ihr seid schreibfaul, nicht? Deswegen seid ihr auch zum Fernsehen gegangen, weil ihr da labern könnt. Könnt die Leute belabern, ja, und müsst nichts aufschreiben, ja. Das hat euch zu der Berufswahl gebracht, im Fernsehen zu labern, gell? Ach, Mensch, aber ja, schön, dass du gekommen bist hier. Und jetzt um die späte Zeit habe ich dich eigentlich gar nicht mehr erwartet, ja, aber umso besser. Ja klar, man schreibe mir eine Nachricht, dass Luffy sich freuen würde, wenn er reinkommt und vor allen Dingen auch, wenn er mal was in irgendeinen Kommentar schreibt, ja. Und es ist doch so, Jan, wenn du jetzt einen Kommentar schreibst zu irgendeinem Video, das hat ja dann auch so einen Effekt wie ein Claqueur. Da kommen dann auch andere rein, die vorher sich nicht getraut haben, was zu schreiben. Ja? Also du weißt, ich habe es schon mal gesagt, wie das läuft, nicht? Wie auf einer Tanzfläche. Am Ende, wenn die Kapelle beginnt zu spielen, nein, ich koche nicht, das macht meine Frau. Ja. Nee, das macht meine Frau. Also das ist eine Arbeitsteilung immer schon. Die lässt mich gar nicht in die Küche rein. Die jagt mich aus der Küche raus und sagt, mach dich hier aus der Küche raus. Das ist mein Reich. Da hast du nichts zu suchen. Ja, also das ist praktisch so mit den Kommentaren. Wenn einer den Anfang macht, wie auf dem Tanzsaal, nicht die Kapelle, dass der beginnt zu spielen, kein Schwein tanzt. Und dann fängt ein mutiges Pärchen an und tanzt und zack, auf einmal, da stürzen sie sich alle auf die Tanzfläche. Aber vorher hat keiner getanzt. Oh, ja, das kann ich mir nicht leisten, jeden Tag in ein Restaurant essen zu gehen, Mensch. Hör mal, also, aber das steht ja zu. Machst ja auch einen anständigen Job hier, ne? Und da kannst du auch in der Kneipe essen, ne? Also Restaurant, besser gesagt, nicht? Boah, Schatz, das sagt mir nichts. Ich war, oh nee, um Gottes Willen, gerne scharfes Essen. Ich esse auch gerne scharf, aber salzig scharf. Nicht wie du es hier jetzt mit der Paprikaschoten, die du da gerade hier reingemalt hast. Ich gehe überhaupt nicht essen. Ja, ich gehe gar nicht essen, nicht? Kann ich mir nicht leisten, nicht? Also siehst du mal, wie abgehoben du von der Realität bist. Ja? Wer kann sich denn schon leisten, in der Woche essen zu gehen, ein paar Mal, sagst du sogar. Allerdings vor kurzem, zum Geburtstag meiner Frau, da waren wir hier in einem fantastischen Lokal, spezialisiert auf Forellen, frische Forelle. Und da haben wir draußen gesessen und meine Tochter, meine Frau und ich, wir waren zu dritt. Aha!
Ach so, ja klar, ja klar. Du warst ja viele Jahre bei der ARD und da müssen die dir natürlich auch da zu deiner Pension noch was zuzahlen. Gell? Ja, natürlich. Aber eins ist Fakt und da tun mir die ganzen Nachrichtensprecher immer schon leid. Ja? Also ich möchte sogar so sagen, du bist ja als Nachrichtensprecher schlimmer dran wie jeder Muschkote auf dem Kasernenhof. Ja? Jeder Soldat auf dem Kasernenhof, der seine... Ja, nein, ich mag die Pfirsiche eher etwas lasch und schön weich. Nein, knackige Pfirsiche nicht. Nein, Moment mal langsam mit den Pfirsichen, das ist so eine Sache. Also Pfirsiche habe ich, anständige Pfirsiche habe ich überhaupt nicht mehr seit der Wende gegessen. Woran liegt das? Der Handel hier verkauft ja nur knackige Pfirsiche, weil er sonst drauf sitzen bleibt. Wehe, wenn die Pfirsiche nur ein bisschen weich geworden sind, dann schmeißt der Handel die gleich auf die Kippe, ja, und rangiert die aus. Aber gerade in dem Übergangsstadium zwischen hart und weich liegt das Aroma von einem Pfirsich. Und zu DDR-Zeiten waren oftmals die Pfirsiche gerade so in dem Begriff, kaputt gehen zu wollen und waren sehr weich. Und da haben sie am besten geschmeckt. In diesem Zustand, wenn ein Pfirsich gerade im Begriff ist, weich zu werden, sich aufzulösen, das ist mit vielen Früchten so, dass die dann ihr Aroma entfalten, wenn sie kurz vorm Verfaulen sind. Ja? Also du bist kein Feinschmecker, merke ich gerade, wenn du harte Pfirsiche isst, Menschenskinder. Das ist doch vollkommen dämlich. Nicht? Man isst einen Pfirsich immer dann, wenn er wirklich Saft, wenn der Saft muss der hier, der muss der die Kinnlade runterlaufen. Ja? Ja, komm, hör auf mit den Pensionen der GEZ, sonst kommen ja Leute rein, die dir mit dem Knüppel drohen. Nein, habe ich nicht gehört von der Dagmar Berghoff. Gell? Und ich hatte ja schon mal gesagt, nicht? Also was ich von der halte. Ja? Es war zwar die erste Sprecherin im deutschen Fernsehen, aber keiner hat sich mehr versprochen wie die. Und Karl-Heinz Köpke, der hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Das ist so was Schlimmes, ausgerechnet so jemand da an. Aber es musste ja unbedingt eine Frau dran, nicht? Und das war schon Beginn dieser Emanzipationsgeschichte. Und da hat man der alles verzeiht. Ihr konntet sich in der Tagesschau 20 Mal versprechen. Das ist scheißegal. Das hat man der alles nicht übel genommen. Die Toleranz kannte keine Grenzen bei Dagmar Berghoff. Ach Gott, schließlich so nett und so lieb und zurückhaltend und bescheiden. Ach, ist die sympathisch. Mensch, die Frau ist mal von ihrer ersten Ansage auf schon auf den Sack gegangen. Da habe ich die als Beleidigung empfunden, Mensch. Aha, im ZDF, ja, nenn mal Namen. Wie hieß die beim ZDF? Da kann ich mich jetzt, da musst du mir mal nachhelfen. Avocado. Ja, wenn du hier deine schönen Figürchen nicht hättest, ja, gell? Das kommt dir entgegen, weil dir das Schreiben so schwer fällt. Dann nimmst du hier deine ganzen Früchte jetzt hier mit rein. Ja, also Dagmar Berghoff, hör mir auf. Ja. Also dann haben sie sogar noch zur Chefsprecherin gemacht. Mensch, vollkommen unfähig, die Frau. Die hat überhaupt nichts zu suchen im Studio. Menschenskinder, die richtig kochen lernen sollen und daheim bleiben sollen als Hausfrau. Ah ja, nee, das musste nicht, gell. Ja, ja, ich habe mir gerade mal dein Foto angeguckt, was du hier hast, gell. Du hast auch schon graue Haare mittlerweile, gell. Ja, also wie gesagt, nochmal zurück zu den Pfirsichen, ja. Ein Pfirsich, der muss saftig sein, der ist ja süß und saftig und das muss dir das Maul runterlaufen, das Kinn runterlaufen, runtertropfen.
Nicht? So muss ein Pfirsich sein, weich und herrlich. Nicht? Ja, Joe Brauner, ein klasse Kerl ist das gewesen. Sehr, sehr toll. Sehr, Joe Brauner, den habe ich in allerbester Erinnerung. Aber wie, ich habe es noch gar nicht fertig ausgeführt, dass ihr Nachrichtensprecher eben eigentlich zu bedauern seid. Da könnt ihr noch so viel Geld verdienen. Ihr könnt mit dem Geld eigentlich gar nichts anfangen, weil ihr jeden Tag vor der Kamera stehen müsst. Da kann die Welt untergehen. Ihr müsst eure Nachrichten sprechen und müsst jeden Tag antanzen, egal bei welchem Wetter, egal unter welchen Umständen. Ich schaue, tröste dich. Jan, tröste dich, ich schaue überhaupt kein Fernsehen mehr. Ja. Fernsehen ist mir zu flach, zu dämlich. Das bleibt mir immer zu sehr an der Oberfläche, das geht nicht in die Tiefe. Nein, Mensch, es ist doch Quatsch, sowas. Frauen am Herd. Frauen sind wichtiger wie wir Männer. Ja. Nicht? Also, Frauen sind, die haben es doch besser dran. Frauen sind zuverlässiger wie wir, ja. Frauen kommen zum Punkt, kommen zur Sache, machen nicht so viel Blabla drumherum wie wir Männer, ja. Und sie sind nicht faul. Wir Männer sind ja alle faul, von Natur her. Die Frauen sind fleißig, nicht? Das hängt mit ihrer biologischen Funktion zusammen, Kinder zu kriegen und für die zu sorgen. Die können nicht ausruhen. Die müssen das Kind wickeln und ernähren. Wir Männer machen das nicht. Ja? So, und ja, du hast öfters Urlaub. Das, na gut, aber trotzdem ist das... Ja, Alter, wie war die Woche? Ja. Na ja, gut, meine Schwägerin guckt das, ja. Alter, wie war die Woche? Die findet das ganz lustig. Und so auch diese Art von Proll ist, Art ist nicht mein Ding, ja. Ich mag das Prollmäßige nicht. Da stehe ich nicht drauf, ja. Und würde mich gerne mal mit Carlo über seinen Vater unterhalten, ja. Das ist ja interessant, der Mann. Sein Vater, nicht? Und Wehrmachtsgeneral in höchsten Dienstgrad, nicht? Und er als lustiger Vogel, das sind eigentlich Welten, ja. Da würde mich mal interessieren, wie ist er in der Kindheit und der Jugendzeit mit seinem Vater klargekommen, nicht? Hatten die Konflikte miteinander oder ging das alles glatt, nicht? Er musste bloß mal angucken bei Wikipedia, nicht? Wenn du dann Carlo von Tiedemann eingibst, da findest du seinen alten Herrn in voller Uniform, ja, in voller Montur. Also da habe ich gedacht, vielleicht hat gerade der Carlo eben aufgrund der Entwicklung seines Vaters einen so radikalen Weg gewählt, ja, sozusagen in der Spaßbranche des Fernsehens tätig zu sein. Ja, naja, gut, das. Ja, das habe ich mir gedacht, dass der nicht so gerne über seinen Vater redet. Aber siehst du, Jan, ich bin einer, der gerade da reinstochert. Ja? Da wird es bei mir interessant, wenn einer nicht über was reden will. Da bohre ich, ja? Der wird bei mir verhört. Absolut kommt er mir in die Zelle. Ja, das glaube ich, dass das ein zähes Verhältnis gewesen ist. Das kann ich mir vorstellen, dass die miteinander Konflikte gehabt haben, nicht? Denn um ein hochdekorierter General, also Offizier zu werden, da bedarf es ja auch einer bestimmten Charaktereigenschaft. Und ich glaube, genau diese Charaktereigenschaft hat Carlo nicht. Ja? Um General zu werden, da musst du Asket sein, raucht nicht, trinkt nicht, vögelt nicht. Das sind also praktisch Typen, die also einem bestimmten, aus einer bestimmten Machart sind. Und
asketisch veranlagt, ja, Frühsport und frühs um 4 raus, ja, mit dem Zeb-Zalb, mit dem frühen Vogel, frisst, fängt den Wurm, ja, da stehen die schon auf dem Sportplatz, ja, und die Soldaten drehen sich nochmal auf der Matte rum, ja. Also das kann ich mir vorstellen, dass der Carlo mit seinem alten Herrn nicht so parallel gelaufen ist, ja. Und deswegen würde es mich ja gerade interessieren, nicht? Aber das ist auch einer. Ja klar, na ja klar, Carlo ist ja auch kein Asket. Ich habe gesagt, sein Vater ist ein Asket sicher gewesen. Ich weiß das nicht, ob sein Vater ein Asket war. Aber um General zu werden, ja, musst du bestimmte knallharte Eigenschaften haben. Da kannst du nicht einfach mal so locker daherkommen. Die Typen sind sehr diszipliniert und hart gegen sich selber. Also sind eigentlich Leute, mit denen der normale Mensch nichts zu tun haben will. Ja. Aber sie sind eben nun mal die Generale. Ja. Sie sind nun mal so gestrickt. Und so waren sie auch zu Kaisers Zeiten schon. Ja. Und die haben immer Karriere noch gemacht, weil sie gebraucht werden beim Militär. Wer heißt Ferdinand? Sein Vater hieß wohl Ferdinand oder wer? Ach doch, denn Ferdinand ist doch ein schöner Name. Ja, das schätze ich den Carlo ein. Der hat auch nicht nur mit 10 angefangen zu rauchen, sondern er hat mit 14 schon gevögelt. Ja. Da bin ich ganz sicher, dass der da schon an die Weiber rangegangen ist. In jungen Jahren, ja, frühreif, mit 10 gequalmt und mit 14 gevögelt. Das ist so, da mussten wir fragen. Und sagst, Luffy hat dir unterstellt, dass du schon mit 14 Jahren dem weiblichen Geschlecht zugetan gewesen bist. Aber wir beide machen heute wieder eine tolle Nummer zusammen, ja. Das ist mir echt gut, Jan. Die wird andere belustigen. Ich lasse den Stream stehen hier. Wieder unter der Rubrik. Nettes Gespräch mit Jan Hofer. Ja. Ja, da bist du natürlich wirklich after sie. Da hat sich deine Mutter was dabei gedacht. Deine Mutter ist keine Dumme gewesen. Und die haben. Herr Carlo geht ja noch. Ja, vielleicht schreibt er mal was. Also da würde ich mich sehr drüber freuen. Denn das, was der geschrieben hat damals, das war nicht dumm. Ja? Und wie er ja überhaupt selber nicht dumm ist, naja, der Apfel fällt nicht weiter vom Stamm. Er stammt ja auch aus einer guten Familie. Nicht? Und einer seiner Vorfahren ist. Ja, der berühmte Dichter gewesen. Nee, da kommt nicht mehr, dieser Alpenpanorama. Ja, das ist ein seltsamer Typ, nicht? Also der kommt nur immer rein, wenn ich ein Video reinstelle über in meiner Serie über Straßenmusik der Extraklasse, da ist der drinne. Und für was anderes scheint er sich gar nicht zu interessieren. Außerdem ist es wahrscheinlich so, dass ich mit meinen Äußerungen und mit dem, was ich hier von mir gebe, dem nicht gefalle. Ja? Und der lässt sich nicht mehr sehen und hören, hat meine Frage nicht beantwortet, was er nun studieren will. Nach seinem erfolgreich abgeschlossenen Abitur hat er mit 1,6 abgeschlossen. Ja, da äußert er sich nicht dazu. Der lässt auch nichts über seine Person heraus, sagt uns noch nicht mal, wie er heißt. Nee, der war auch lange nicht da, der Badengo, nicht? Das ist... Ja, der hat 6 Vornamen, der Carlo, ja. Und wir hatten ja mal den Spaß gemacht und wollten da einen dem Alpenpanorama zuordnen. Und der hat sogar bestätigt, dass einer von diesen Vornamen sein eigener Vorname ist.
Aber wir haben es nicht rausbekommen und haben ihm dann den Spitznamen IP gegeben. Übrigens, Axel war der Täter, der hat also Alpenpanorama diesen Namen gegeben. Ist da auf die Dauer blöde, wenn man hier mit den Leuten verkehrt und sie haben keinen richtigen Namen. Wie kann man sich nur Alpenpanorama nennen? Nicht? Also das ist auf Dauer nervig. Ja, aber deine Mutter hat sich was mit Jan dabei gedacht. Die Frauen, die haben gesagt so, ich wünsche nicht, dass mein Kind ja, verunglimpft wird mit einem Spitznamen. Ja, und deswegen haben sie kurze, knappe Namen gegeben. Ja. Ein Freund von mir hieß Manfred. Nicht? Und da kannst du... Und er wurde natürlich von uns immer noch Manet genannt. Und ich kann mich entsinnen, weil unsere Mütter waren ja noch echte Hausfrauen, die zu Hause geblieben sind. Und in unserer Straße, wir wohnten gegenüber, ja, wenn ich da den meinen Freund Manfred gerufen habe mit, hey Manet, da ging das Fenster auf. Da guckte seine Mutter runter und brüllte zu mir runter, der heißt nicht Manet, der heißt Manfred. Alpi, Palpi. Ach Mensch, komm, Jan, der Axel ist ein ganz großartiger Mann, ja. Also... Ich will dir mal sagen, was der ist. Der Axel ist Betriebsratsvorsitzender in einer Firma mit 300 Angestellten seit 25 Jahren. Also wenn einer es so lange auf seinem Posten verbleibt, dann muss er schon was leisten. Ja? Der vertritt also die Interessen von 300 Mitarbeitern in seiner Firma. Ja, das heißt also, dass ja, Johannes ist natürlich absolut dämlich, nicht? So wie die Nase des Mannes ist sein Johannes. Also, wie kann eine Mutter ihren Sohn Johannes nennen? Obwohl früher, in früheren Zeiten, da ist es eine andere Sache, aber du bist ein junger Kerl. Also wenn du wirklich Johannes heißt, dann muss ich das Urteil, das positive Urteil deiner Mutter gegenüber zurücknehmen. Nee, Frank ist jemand anders. Frank ist auch ein klasse Kerl, Mensch. Was du gegen die Leute noch hast, Mensch, das sind meine Community-Freunde hier. Nur das Alpenpanorama, der gehört offenbar nicht mehr mit dazu. Nicht? Also der kommt gar nicht mehr rein, gibt keine Kommentare auf meinen neuesten interessanten Videos, die ich reinstelle. Ob ich ein Video reinstelle über Rinderrouladen oder über Stefan Zweig, der hat so nichts was zu sagen. Also der mag mich offenbar nicht mehr. Ja, natürlich gehe ich auf dich ein. Ja, klar, ein relativ junger Kerl bist du. Wie ich auch, nicht? Also wir sind, also ich bin 1946 geboren und da gab es ja nun schon modernere Namen, ja. Also da musste eine Mutter nicht unbedingt ihren Sohn noch Johannes nennen. Das war vollkommen unüblich zu dieser Zeit. Da hießen die Jungs Bernd, ja, Rainer, Manfred, Wolfgang, wie meine Wenigkeit. Frank ist ein klasse Kerl, was der von sich gibt zu meinen Videos, das ist immer treffsicher, das bringt es auf den Punkt. Das ist ein bodenständiger Mann, der noch ein bisschen seine Rente nachverdient, noch ein bisschen Geld zusätzlich verdient, ein gestandener Mann. Ansonsten außer meinem Kanal, ja, obwohl im Laufe der vielen Jahre sind bei mir immer noch 16.000 Abonnenten zusammengekommen, aber die verteilen sich ja auf diese vielen, vielen Jahre. Ja, aber die meisten sind ja Karteileichen, die überhaupt nichts mehr von sich geben. Ja. Mehrere Millionen. Ich habe nur ein einziges Video über Graureiher, das hat 5,8 Millionen
Aufrufe, ja. Das war mein stärkstes Video. Ja, muss ich zugeben, ja. Das stimmt, das stimmt. Also Wolfgang war auch nicht mehr typisch 1946. Nicht? Das stimmt auch angeblich von meiner Tante, ja. Und nicht von meiner Mutter. Nicht? Ja. Wolfgang hieß auch nicht jeder. Das ist richtig, auch schon, war damals auch schon 1946 etwas antiquiert. Nicht? Naja, ist vielleicht durch die prominenten Namensvetter, da lässt man das bei mir noch durchgehen. 19.000 Abonnenten, aha, du kennst dich besser aus auf meinem Kanal wie ich. Ja. Da habe ich wieder untertrieben. Ja. Ja, also wie gesagt, ich merke es doch. Ja, dem würde ich nicht nur zutrauen, dass er vegan lebt, sondern ich würde dem sogar zutrauen, dass der sehr seltsam lebt. Ja. Und das ist das, was auch viele nicht begreifen. Einerseits ist der Kerl überdurchschnittlich intelligent, um nicht zu sagen klug. Und viele glauben ja auch, dass der gar nicht so jung oder so alt ist. Der ist erst 18 Jahre oder vielleicht jetzt 19. Ja. Und viele, die sagen, also hier stimmt was nicht, das ist in Wirklichkeit ein alter Knacker, der einen auf jung macht. Aber ich glaube das nicht. Ich denke, der ist wirklich so alt, wie er sagt. Der ist wirklich ein junger Mann, der einfach hyperintelligent ist. Ich sage nie zu mir Lüfi, sondern immer nur Lüfi. Ja, und da will ich dir auch sagen, wie der Name zustande kommt. Mein Vater und mein Onkel, die haben zusammen hier ein privates Filmstudio gehabt in Erfurt. Und das war das Filmstudio Lustermann. Und damals war es üblich, dass bei Filmen, das ist dir ja auch nicht unbekannt, im Vorspann ein Logo kam, nicht? Du kennst das DEFA-Logo, du kennst das von der UFA, du kennst das von MGM, Metro, Goldwyn, Mayer und so weiter und so weiter. Also bevor der eigentliche Vorspann kam, kam dieses Logo. Und da hatte mein Vater und mein Onkel bei einem Grafiker ein Logo in Auftrag gegeben für den Vorspann. Und jawohl, ja, Lustermann Film. So, aber das ist zu lang gewesen, dieses Lustermann Film. Und da hat der Grafiker draus gemacht, Lüfi, das heißt Lustermann Film. Diese vier Buchstaben heißen, abgekürzt, heißen Lustermann Film. Also das Logo kam, Lüfi zeigt. Lüfi zeigt, nicht? Logo, das Logo, die Buchstaben waren grafisch miteinander verbunden. Lüfi, oben war Lü und unten war Fi. Und der Palm ein Panzerquartett. Damit kann ich nichts anfangen. Ja, und dieses Logo hatten die im Vorspann ihrer wissenschaftlich-technischen Filme. Ja, man kann sie nicht oft genug erzählen. Ja? Und wenn du da jetzt mit dem Wölfi und Lüfi anfängst, und so, nicht, dann muss ich das noch mal klar machen, woher das kommt. Wölfi ist ja schön, aber Lüfi habe ich noch nie gesagt. Aber du hast recht, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Ja, ich heiße jetzt Lüfi Mix. Mensch, was ist mit dir los? Ich habe diese Tafel der Umbenennung doch hier monatelang reingestellt, dass ich jetzt nicht mehr Lüfi Music heiße, sondern Lüfi Mix. Das ist eine Idee von meiner Tochter. Ich habe das sozusagen bei ihr ausgeschrieben, mehrere Möglichkeiten. Da habe ich gesagt, Mensch,
mit dem Lufi Music, da denken manche, dass du nur Konzerte reinstellst oder nur was mit Musik zu tun hast. Dabei ist doch die Bandbreite deines Kanals so groß, da musst du mal was ändern. Nicht? Und da hat die zahlreiche Vorschläge gemacht, die waren alle mehr oder weniger zu lang, zu kompliziert und so weiter. Und da hatte sie unter anderem eben Lufi Mix. Und das trifft den Kern. Es ist kurz, knapp. Mix heißt eine Mischung. Und so ist es auch. Du findest bei mir auf dem Kanal ein Video über ein Rockkonzert, aber im nächsten Moment ein Video über Rinderrouladen, ne? Oder die Zubereitung von Tata. Ja? Oder ein Video über Sebastian Haffner, nicht? Oder sonst was. Also, und diese Bandbreite wird mit dem Begriff Lufi Mix ausgedrückt. Das Lufi habe ich beibehalten, von Lustermann Film, aus nostalgischem Grund. Ja klar, da habe ich noch gequalmt. Nee, das Logo wäre zu langweilig. Das war damals interessant in seiner Zeit, in 50er Jahren, Jan. Aber das Logo gibt nicht so viel her. Das ist so eine Art Rad, ja, wie so ein industrielles Rad mit ein paar Speichen und da ist oben das Lu und unten das Vieh. Also ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Nicht? Und ich werde als Kanalprofi-Bild nicht so viel hergeben als das mit dem Raucher hier. Und warum soll ich nicht? Ja Mensch, ich habe damals geraucht. Nicht? Ich habe leidenschaftlich jahrzehntelang geraucht, gerne. Und wenn ich keinen Infarkt gekriegt hätte, dann würde ich heute noch rauchen. Meinst du jetzt die Vorschläge zum Logo? Ach Mensch. Ach Gisela, grüß dich. Hallo, hallo, hallo. Gisela, Wölfi. Der Jan hat mich Wölfi getauft. Nee, ich habe das klargestellt. Gell? Siehst du, der Jan sagt es gerade. Ich heiße Wölfi und nicht Wolfi. Die beiden hier. Gisela, schön, dass du gekommen bist. Freut mich sehr. Oh, nein, das darfst du nicht. Siehst du, die gestattet dir nicht, dass du zu vertraulich wirst. Gell? Frage, ist mein Ton in Ordnung oder kratzt der? Ja, siehst du, die Gisela, das, Jan, das gefällt mir an der Gisela, dass die sich einen anständigen Namen gegeben hat. Gisela Fleischhauer, das ist eine echte Deutsche, nicht? Die sich nicht versteckt, die lässt hier die Hosen runter, ja? Und ich glaube, dass ihr bürgerlicher Name auch wirklich Gisela Fleischhauer ist, wie Jan Hofer, nicht? Ihr beiden seid, ich bin so ein bisschen noch eben in der Mitte, aber Lufi geht irgendwie auch runter. Und aber Wolfgang ist zu langweilig als Name. Du darfst über jedes Thema reden, Gisela. Es muss nur ergiebig sein. Nicht? Ich hatte nur gesagt, dass es zu Alpenpanorama eigentlich nichts mehr zu sagen gibt. Da kommt nicht mehr rein hier. Da gibt keine Kommentare, egal was ich für ein Thema reinsetze, ein Video reinsetze, ob das interessant ist oder uninteressant, ob das über Tata und Rinderrouladen oder über Stefan Zweig geht, den interessiert gar nichts. Und deswegen, ja. Oh, der Ton kratzt sehr. Und du sagst, das ist perfekt. Gisela, du sagst, da kratzt sehr, ja? Komm, Mensch. So, was ist nun los? Kratzt er oder kratzt er nicht? Wahrscheinlich nur, wenn ich so laut rede. Fefas, Gisela, das sagt mir nichts, aber du sagtest, dass das irgendwas da auch mit den Alpen da zu tun hatte. Aber dem Jan scheint das was zu sagen. Oh, danke für die Blumen. Der Ton ist besser als bei jedem YouTuber, den ich kenne. Na, aber wenn die Gisela sagt, er kratzt ab und zu mal.
Und die sagt sogar, da ist absolut schlimm. Zu leise. Oh Gott, Leute, was ist mit euch los? Der Ton ist zu laut. Ja, komm, ich traue jetzt eigentlich doch. Ich gehe mal mit 3 dB von minus 3 dB auf minus 6 dB zurück. Ich traue dir jetzt, ehrlich gesagt, der Gisela, mehr über den Weg, was den Ton anbelangt. Ich glaube, ja, Gisela, der ist zu laut. Na, also jetzt übertreib nicht, dass er dir die Ohren zerkratzt. Was ist denn das für eine Firma, Gisela? Klär mich mal auf. Der Jan kennt das, aber ich nicht. Hau das mal raus. Ja, Mensch, die Gisela. Gisela, was ist los? Erzähl mir, was das für eine Firma ist. Jetzt hörst du mich gar nicht mehr. Ich habe ja da leise geredet, Mensch. Warte mal, komm, ich ziehe wieder an auf die 3 dB, auf minus 3 dB und werde jetzt versuchen, nicht so laut zu reden. Jan, du bist gemein. Nee, komm, ich rede noch. Das musst du schon mal ausgleichen. Aber ich glaube, die Gisela übertreibt auch maßlos. Jetzt ist der Ton perfekt, sagt sie. Danke, Gisela, danke, danke, danke. Ich lege schon Wert drauf, dass es ein bisschen hier perfekt zugeht. Gell? So, der Ton ist jetzt optimal, sagt die Gisela, das glaube ich auch. Laut meiner Pegelanzeige, die kann ich ja beobachten und sehe, hier klippt nichts. Hier ist alles wirklich im grünen Bereich. Im wahrsten Sinne des Wortes, das wird mir ja grafisch hier als Diagramm angezeigt. Das Mikrofon ist aus, sagt er sogar. Mensch, hör mal, Jan, also der brauchst du mal dringend einen Ohrenarzt, ja, würde ich sagen. Jetzt kratzt es wieder. Ja. Immer wenn ich die Stimme anhebe, ich muss eben, darüber beschwert sich ja meine Frau auch, dass ich so laut brülle, ja. Die kommt dann immer mal rein und sagt, leise, leise, die Nachbarn schlafen. Also jetzt dürfte nichts kratzen. Jetzt habe ich die Stimme schön abgesenkt, anständig. So, zeig mal, ich muss mal sehen, ob die andere Kamera noch geht. So, jetzt rede ich mal hier zur Kamera Nummer 1. Hier ist das Mikrofon, was aufnimmt. Das heißt also, ich rede jetzt 90 Grad weg von der Kamera. Und also Gisela, jetzt kratzt definitiv nichts. Da bin ich ganz sicher. Allerdings ist es möglich, dass der Ton jetzt etwas muffig rüberkommt, weil ich, wie gesagt, hier wegspreche vom Mikrofon. Und das weiß der Jan ja besser als wir zusammen, dass man immer schön die Richtung zum Mikrofon einhalten muss. Ja, Mensch, dann zieh mal deine Lautstärke an, Jan. Du kannst nicht mit deinem Equipment umgehen. Die hatten auf der niedrigsten Stufe. Ja, Leute, ihr könnt mit eurem Computer nicht umgehen. Oh Gott, die andere Kamera ist... Mensch, Gisela, erzähl nicht so ein Zeug. Hier, die Kamera ist super. Das ist die beste Kamera der Welt. Extra für dich habe ich da hinten ein herrliches Wallpaper auf meinen zweiten Bildschirm gezaubert. Meinen zweiten 27 Zoller. Jetzt sieht er mich wieder. Leute, mit euch habe ich einen Fang gemacht, ja. Mal sehen, ob noch so ein dritter Chaot hier reinkommt. Gisela, du hast meine Frage nicht beantwortet.
Oh, danke fürs Kompliment. Aber ich habe ja neulich hier, wirst du sicher gesehen haben, bei meinem Stream über Sebastian Haffner ganz bewusst ein auf 100-jährig gemacht. Gell? Habe mich mit künstlicher Intelligenz locker um 20, 30 Jahre älter gemacht. Und die nächsten Porträts von mir, da mache ich mich 20, 30 Jahre jünger. Da wirst du staunen, Gisela, da werde ich für dich interessant als Liebhaber. Ja, wie sieht das überhaupt? Ach, Frank, Mensch, hallo, Lu, Mensch, Frank, grüß dich. Du machst dich wieder richtig, bei mir ist Ton und Bild okay, siehst du, Jan, das ist typisch für den Frank. Ja, und da siehst du, der Frank ist so freundlich und gibt euch mildernde Umschläge. Er schiebt das auf den Browser. Wer lacht komisch? Ja, ich lache komisch, ja. Das ist Verlegenheit, Gisela. So wie sieht das aus mit Liebhabern, habe ich dich gefragt. Habe ich da eine Chance oder nicht? Meine was? Jan, du liebst meine Lache. Ach so, siehst du, so unterschiedlich ist das. Die Gisela hasst die Lache und du liebst sie, ja. Der eine liebt, der andere hasst. Ja, was mache ich jetzt nun, wenn ich in meiner Community solche extremen Typen habe? Lache ich oder lache ich nicht? Och, 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 jetzt umgarnt der Jan unseren Frank, nicht? Siehst du, der Frank ist nicht zu dir, Jan. Der grüßt dich, wie sie. Und der Axel ist auch recht nett. Ja? Frank, ich habe gerade den Jan versucht, mit dem Axel zu, unserem Axel zu verkaufen. Und ich glaube, das wird mir auch noch gelingen. Ach Mann, ich bin stockhässlich, Gisela. Jetzt musst du nicht gleich hier rumschleimen. Also super attraktiv. Hör mal, auch die tollsten Frauen lieben ja hässliche Vögel wie mich. Ja, gut, ich mache mich extra für dich 20 Jahre jünger jetzt in meinen neuesten Porträts. Das fange ich heute noch an. Ja? Heute fange ich noch an und da gibt es eine ganze Serie, wo ich unglaublich glatt und jung und begehrenswert aussehe. Ja, auch oh, jetzt ja, ein süßes Raspeln, ja, übertreib's nicht, gell. Jetzt wirst du noch sagen, dass du in den Frank verliebt bist. Doch, der Axel ist sehr nett. Ich hab dir das doch gesagt. Der Axel ist Betriebsratsvorsitzender in einer Firma seit 25 Jahren, die immerhin 300 Beschäftigte hat. Ein bodenständiger, toller, toller Mann. Ja, siehst du, dass ich, naja, Jan, ich muss dir sagen, ich schätze dich ja sehr, das weißt du ja. Aber über was jetzt die Echtheit anbelangt, da muss ich dir sagen, da würde ich auch nicht unbedingt durchs Feuer gehen für dich. Das muss ich wirklich gestehen. Da gäbe es jetzt einige Sachen, wo ich ein bisschen, aber ich will dich nicht in Verlegenheit bringen. Du bist mir hier lieb und teuer. Und das ist die Hauptsache. Das habe ich auch schon zu verschiedenen Leuten gesagt. Auch zu meiner Tochter, meiner Schwägerin, die da gewisse Zweifel haben. Aber wie die Weiber so sind, die wollen immer allem und jeden auf den Grund gehen. Ist doch scheißegal, ob jemand echt oder unecht ist. Nicht? Namen sind Schall und Rauch. Und wer sich hier beteiligt und sich anständig einbringt, der ist immer gerne gesehen bei mir auf dem Kanal. Meine Frau, die heißt Griseldis. Och, du kannst doch die nicht beurteilen, wenn die mal hier zweimal durchs Bild gegangen ist. Da kannst du nicht sagen, dass die nicht schön ist. Na hör mal zu, wer erst einmal 77 wie die? Wir sind jetzt beide 77 geworden. Ich im Juli und die jetzt vor ein paar Tagen. Ja, siehst du, die Gisela bricht für ihre Geschlechtsgenossin gleich eine Lanze.
Das denke ich doch wohl auch. Nicht? Ich habe nicht umsonst mit meiner Frau die goldene Hochzeit erreicht, Mensch. Was denn? Ich sage dir, Jan, die hättest du auch nicht von der Bettkante verstoßen. Als ich die kennengelernt habe, da sah die aus wie die Königin von Saba. Die hatte ihre dunklen, brünetten Haare bis runter zum Po-Ansatz über Jahre wachsen lassen. Also wenn die Straße lang kam, da haben die Kerle da hinterher geklotzt. Also sowas war außergewöhnlicher. Also die war nicht nur hübsch, die war schön. Und ausgerechnet mich, hässlichen Vogel, hat die geheiratet. Die hätte eigentlich was Hübscheres verdient. Ja, das kann ich mir vorstellen. Einer, der bei RTL arbeitet, da hält natürlich nichts viel von Betriebsratsvorsitzenden. Also hör mal zu, Jan, ich bin auch jetzt nicht so links gestrickt, dass ich Betriebsratsvorsitzende unbedingt nun so toll finde. Aber zufälligerweise sind in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ein paar Betriebsratsvorsitzende drin. Ich konnte mir das irgendwie nicht aussuchen. Eins musst du diesen Leuten lassen. Sie haben ein Gerechtigkeitsempfinden. Sie treten für andere Leute ein. Und das ist nicht jedermanns Sache. Nicht? Die meisten Menschen sagen, leck mich, was interessiert mich da mein Nächster, nicht? Und das, diese Betriebsratsvorsitzenden haben eine Gemeinsamkeit, dass sie wirklich für fremde Leute eine Lanze brechen, deren Interessen vertreten. Das will ich all denen wirklich unterstellen, dass die also wirklich im wahrsten Sinn des Menschen, im wahrsten Sinne des Wortes, sich für die Leute einsetzen. Ja, siehst du, 73, da bist du 4 Jahre jünger, nicht? Also, ja, natürlich bringen Betriebsräte Ärger, weil sie natürlich die Interessen der Leute durchsetzen wollen. Das liegt ja in der Natur der Sache. Wenn sie keinen Ärger machen würden, dann würden sie gemeinsame Sachen mit ihren Chefs machen. Ja, mein lieber Jan, nicht? Pole, St. Petersburg, das ist eine ganz feine. Ja, hast immer noch nicht erklärt, was Pfeffer ist, Gisela, ja? Sag mir das doch mal mit 3 Worten, nicht? Und, ja, naja, natürlich, du warst mal nach Gewerkschaft, das richtet sich wirklich auch nach seiner, das Sein, wie sagt Karl Marx, das Sein bestimmt Bewusstsein. Also du kannst einmal auf der Arbeitgeberseite tätig sein und so war das bei mir auch. Ich war jahrzehntelang Arbeitnehmer, also sozusagen der arme Teufel unten, ja, ganz unten und habe mich dann selbstständig gemacht. Und plötzlich, ehe ich mich versehen habe, war ich auf der Unternehmerseite. Also viele Jahre lang der totale Broll, ja, ganz unten, arme Sau. Und dann bist du auf einmal selbstständig, verdienst mehr Geld, hast die eigene Verantwortung und hast sozusagen das Lager gewechselt. Und so verändert sich auch dein Bewusstsein, ob du das willst oder nicht. Da könnte ich jetzt 2 Stunden drüber reden. Ja, das stimmt, Jan. Der Frank hält sich eigentlich, das ist typisch, im Hintergrund meistens. Das ist keiner, der hier so richtig die Sau rauslässt, sondern der hört lieber gerne zu, nicht? Also da ist, ja, da musste der, hat er auch, wenn du den Frank jetzt richtig anpiekst. Ich hatte mir vor kurzem mit dem Frank ja einen ganz großartigen Talk
über den Panzer Leopard 2. Nicht? Also ganz fantastisch. Ich würde das auch nochmal, der war Richtschütze am Leopard 2. Ich werde das auch nochmal fortsetzen, Frank, mit dir zusammen und werde dich dann befragen, was der Richtschütze genau zu machen hat am Leo 2. Aber das machen wir jetzt hier nicht. Wir wollen die Gisela und auch dich ja nicht vertreiben. Ja? Natürlich, nee, natürlich bin ich kein Kommunist, aber wir sind ja nun mal in der DDR mit Karl Marx groß geworden, ob wir das wollten oder nicht, Jan. Ja? Und da ist uns das Zeug eingebläut worden, seine Sprüche, und da kommst du nicht mehr so damit. Und da hat ja nicht nur Scheiße erzählt, ja. Also da hat ja auch viel erzählt, was auch heute wieder sehr modern ist, ja. Und dazu gehört zum Beispiel der Spruch. Gisela, da bist aber vollkommen neben der Rolle. Piratenpartei, das wären die Letzten, die ich wählen würde, ja. Dieses Chaoten, um Gottes Willen. Ich bin von meiner Struktur her sehr, sehr bürgerlich eingestellt, auch wenn ich Salvador Dalí mag und hier so manchen Bolzen von mir gebe. Oh, sehr gut, Jan. Ja, der Jan ist eher so auf meiner Wellenlänge. Also ob er auf der Wellenlänge ist, weiß ich nicht, ja. Aber wenn er ahnt, was ich wähle, dann ist er richtig gut, ne? Ja, Gisela, also Piratenpartei, um Gottes Willen. Nicht? Also alles, was in der Gesellschaft, die Gesellschaft auseinandertreibt und zersplittert, das ist kontraproduktiv, ja, das macht das Land immer unregierbarer. Je mehr Splittergruppen und Splitterparteien du hast, desto mehr werden die also natürlich auch Wählerpotenzial an sich binden, und du kannst lange auf den Tag warten, vergeblich warten, wo es in Deutschland wieder anständig zugeht. Und wenn jetzt einer auch denkt, das sage ich hier ganz offen, dass mit der Wagenknecht-Partei irgendwas ganz Tolles passiert, dann hat er keine Ahnung von Geschichte und von Politik. Ja? Die bindet natürlich viele, viele Wählerstimmen an sich. Aber viele vergessen, dass die von Hause aus, von Natur her, eine Linke ist und bleibt, ja. Und wenn eine Festpreise einführen will, dann müssten doch alle Glocken klingeln, nicht? Das hat sie ja jetzt laut ausposaunt, dass sie die Konzerne verstaatlichen will. Das geht in meinen Augen nicht, dass du BMW und Mercedes verstaatlichst oder die BASF, nicht? Das sind Aktiengesellschaften mit Aktionären, die ihr wertvolles Geld eingebracht haben, deren Interessen vertreten werden. Und da kannst du nicht sagen, wir verstaatlichen die Konzerne. Nicht? Also da ist bei mir schon von vornherein klar, bevor es die Partei überhaupt gibt oder die im Entstehen ist, dass sie bei mir keine Chance hat. Nicht? Dazu sind einfach meine Informationen über Parteien und über Geschichte viel zu intensiv. Nicht? Aber unter Normalverbraucher, die Sympathisanten, die jetzt aus Knatz und aus Verärgerung über die Ampel einfach jetzt alles wählen, als Trotzreaktion, ne, die werden natürlich auch die Wagenknecht-Partei wählen. Und außerdem halte ich die nicht für in der Lage, dass sie organisatorisch die Partei dann auch führt. Das ist nämlich eine Schweinearbeit, eine Partei führen zu müssen dann auch. Das ist Buchhalterarbeit und das liegt da doch nicht. Das ist eine, die große Sprüche drauf hat, aber keine, die tägliche Drecksarbeit bei der Partei macht. Gisela, ja, natürlich hältst du nichts von Waffen, bist ja auch eine Frau, ja. Wäre ja pervers, wenn du was von Panzern hältst, ja. Aber wir sind nun mal Männer, Gisela, ja. Und Männer mögen Waffen, ja. Waffeln, jawohl, mach uns jetzt eine Schüssel Waffeln, Gisela, da würden wir uns drüber freuen. Ja, siehst du, Jan hat gedient.
Ja, nee, also es ist, Gisela, wir haben uns rein technisch über Panzer unterhalten, der Frank und ich. Wir sind beide vollkommen unmilitaristisch, ja, und haben nicht das Geringste am Hut mit militärischer Begeisterung, sondern der Frank hat damals auch gedient, nicht, und gehörte zu einer Panzerbesatzung und hätte von sich aus auch gar nicht angefangen, darüber zu erzählen. Bloß ich habe den gelöchert. Ich habe so lange gebohrt, bis er darauf eingegangen ist und habe dann eine Menge Fragen technischer Art gestellt über den Panzer Leo 2, der jetzt zurzeit in aller Munde ist. Zurzeit auch gerade wieder haben wir mitbekommen, dass da Bestände aus der Schweiz irgendwie nach Deutschland kommen sollen oder nicht oder ja oder nein. Also hier ging es nicht etwa um Kriege oder um Philosophiererei über militärische Dinge, sondern ganz schnöde über den Panzer als solchen, wie der läuft, wie er bedient wird, wie das beim Manöver gewesen ist, wo Frank teilgenommen hat an mehreren Manövern. Also Leute, bleibt ihr unbesorgt, Gisela, macht ihr keine Sorgen. Wir sind keine militanten Typen mehr, sondern durch und durch Zivilisten. Ja, siehst du, da hat Frank wieder vollkommen recht. Und der Frank ist Kleinrentner, der immer noch ein bisschen sich was dazu verdient, Jan. Und ich bin Rentner, nicht? Aber am Ende auch ein Rentner, der jetzt, ja, das muss ich ehrlich sagen, Gnade Gott, wenn nicht die Rente meiner Frau hier mit, die erheblich höher ist als meine eigene Rente. Ja? Denn die Angestellten bekommen eben nun mal eine höhere, in der Regel, die Angestellten eine höhere Rente als ehemalige Selbstständige. Nicht? Die ehemaligen Selbstständigen, die können als Rentner verhungern. Da kräht kein Schwein danach. Im Gegenteil, man sagt dann, warum hast du denn in deiner Zeit, wo du selbstständig warst, nicht richtig entsprechend vorgesorgt, dass du im Alter was hast? Ja, dazu ist meine Antwort immer die, ich konnte in der DDR nicht vorsorgen. Ja, ich war in der DDR selbstständig zum größten Teil und habe dann nur 2 Jahre nach der Wende noch sozusagen mein Betrieb abgewickelt. Und wir konnten in der DDR keine Reichtümer anhäufen, jedenfalls ich nicht in meinem Beruf. Da ging alles über Rechnung, da konnte sie nicht bescheißen, also da konnte sie nicht an der Steuer vorbei irgendwas machen. Ja, Jan, aber ich sage jetzt immer Johannes zu dir, ja. Wenn du böse wirst, wenn du was gegen Axel sagst wieder, dann sage ich Johannes zu dir, gell? Als Strafe sozusagen. Ja. So, also Gisela, jetzt kommt meine, das müsste wahrscheinlich die vierte Bitte oder Aufforderung sein, was das für eine Firma ist, in der du da tätig bist. Ist das so ein Geheimnis? Willst du das nicht, wenn du es nicht sagen willst, dann sag, dass du es nicht sagen willst und dann bohre ich auch nicht weiter. Aber ansonsten würde mich das schon interessieren. Ansonsten muss ich den Jan bitten, zu sagen, was das von der Firma ist. Siehst du? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Komisch. So, Jan, erzähl mal, was das für eine Bude ist, wo die arbeitet, die Gisela, wenn sie es uns nicht sagen will. Siehst du, der Jan ist Gentleman und deckt die Gisela. Der sagt, wenn die das von sich aus nicht sagt, dann sage ich es auch nicht. Gell? Ja, ist das Stream jetzt hier zusammengebrochen oder was? Zeig mal, ja, Mensch.
Eine Menge Leute sind hier drauf, obwohl, oh, zwei Zuschauer. Einer hat sich hier von der Fahne gemacht, hat sich, ohne sich abzumelden, aus dem Staub gemacht. Na, ja, warum nicht, ja? Man muss ja auch mal aufs Tö, ja? Nur ich nicht hier als Strammer, Stream-Produzent. Ich habe hier meine Ente, ja, wenn ich... Aber wenn ich jetzt müssen noch so ein paar Chaoten reinkommen, der Axel zum Beispiel, das wäre so richtig jetzt der Sparringspartner für Jan Hofer, ja. Da könnten die sich mal so richtig hier schlagen und hauen und bekämpfen. Zeig her, um 9 Uhr ist es, kurz nach 9. Ich habe hier übrigens, falls das noch nicht aufgefallen ist, im Hintergrund wieder meine Salvador Dali-Uhr in Betrieb genommen. Stellt euch das mal vor, da ist eine AA-Batterie drin, jetzt, und da tickt die los, als wäre sie immer, als hätte sie schon immer getickt. Und die hat 30 Jahre, aber mindestens 30 Jahre, nicht getickt. Nee, die hat eigentlich noch nie getickt. Die war nur als Dekorationsteil bei mir in der Kultecke von Salvador Dalí. Oh, was ist los, Leute? Kein Schwein mehr da. Ich zähle mal durch. Eine Stunde und 9 Minuten ist der Stream alt. Es geht eigentlich noch. So, Frank, bist du noch da? Gisela, bist du noch da? Jan, bist du noch da? Meldet euch mal. Oh, zeig mal her, Mensch. Läuft der Stream noch? Ja, sehr gute Verbindung. Jetzt ist nur noch einer da. Na klasse, Frank, dass du wieder da bist. Ja, nee, die Gisela ist im Moment nicht bei mir auf der Liste zu sehen, bei gleichzeitigen Zuschauern. Da sehe ich ja, wer da ist. Du bist jetzt im Moment der Einzige, Frank. Jan ist auch nicht da. Gisela nicht da und Jan nicht da. Na, wir können auch gerne jetzt nochmal über ein Thema reden, was wir sicher gesehen haben. Das Thema ist eigentlich offen heute. Und wenn dir jetzt was auf Nägeln brennen sollte, dann lass mich das wissen, dann sprechen wir drüber, ja. Und wir hatten ja sowieso jetzt hier nur gefrotzelt und Spaß gemacht miteinander und gar kein bestimmtes Thema gehabt. Also wenn du möchtest, bitte werf mir hier ein Stichwort in den Ring und schon stürze ich mich drauf und mache was draus, ja. Brauchst mir bloß ein Stichwort hinzuwerfen, wie ein Bildhauer, ein Stück Ton und Knet, und dann forme ich das, dann mache ich eine Figur draus. Naja, Frank, so aufregend ist natürlich unser Leben als Rentner auch nicht mehr, gell? Ja, ich habe also ganz bewusst heute mal mich zurückgenommen, nachdem ich hier vor kurzem einen Monster-Stream gemacht habe über Sebastian Haffner, der sehr, sehr gut ankommt übrigens, also für meine Verhältnisse relativ vielen Zugriffen, Aufrufen, aber leider mit 0 Kommentaren. Also so was Enttäuschendes
Das kann ich nicht verstehen. Andererseits freue ich mich darüber, wenn ich nach kurzer Zeit bei 200 Aufrufe habe und auch Daumen nach oben, ja. Aber andererseits ärgert mich das, dass das niemand dazu herausfordert, etwas dazu zu sagen. Sei es, dass er, auch ja, Sebastian Haffner war in meiner Zeit damals auch wichtig, was die Entwicklung meiner geistig-intellektuellen, politisch-geschichtlichen Bildung anbelangt. Oder ein junger Mann oder junge Frau sagt, oh, ich habe durch dich Sebastian Haffner kennengelernt und habe mir ein Buch geholt bei Buchluger für 20 Pfennige und 3 € Versandgebühren. Das Buch hat 20 Pfennige gekostet und die Versandgebühr 3 €. Ja, also wenn ich an den nächsten Stream denke. Ja. Tja, Frank, also die Gisela ist weg, der Jan ist weg. Der Jan hat ja angekündigt, dass er dann irgendwann mal rausgeht. Frank, wenn du hier jetzt kein Thema mehr hast, dann müssen wir den Stream nicht mehr in die Länge ziehen. Wenn du also jetzt nicht hier irgendwas einbringst, dann würde ich den Stream beenden. Gisela ist weg, Jan ist weg, du bist noch da, das sehe ich ja hier, aber du hast im Moment auch keine Lust, über irgendwas zu reden. Ich will nicht hoffen, dass ich dich mit dem, was ich vorhin gesagt habe, verärgert habe, aber das glaube ich nicht. Du kennst mich inzwischen ja ganz gut. Also Frank, ein besonderer Gruß jetzt an dich und falls noch mithören sollten, der Jan und die Gisela und vor allen Dingen an diejenigen, die später sich den Stream noch ansehen werden, anhören werden, ein bisschen Spaß dran haben an diesen und jenen Bolzen, den ich und die anderen gerissen haben, dann beende ich hiermit den Stream. Und sage ein herzliches Servus.